Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Licht. Oh, und diese Zeit, das muss ja wichtig sein. Kontakt öffnen. Ach, Sören, lange nichts von dir gehört. Na, Mika. Da du weißt, wie spät es ist, gehe ich mal davon aus, es ist dringend. Mika, ich muss mit dir reden. Was ist passiert? Mika, die Erde, wir sind in Gefahr. Sören, ganz ruhig, wovon sprichst du? Von der Katastrophe, der Ursache des globalen Zusammenbruchs. Ach, ich kenne deine absurden Theorien. Mika, ich habe endlich Beweise. Gratuliere. Ich weiß nicht, ob das ein guter Zeitpunkt für Glückwünsche ist. Sören, es ist mitten in der Nacht, werde deutlicher, was ist los? Mika, nicht am Kommunikator, können wir uns treffen? Wie, sofort? Ja. Na schön, wo? Du weißt wo. Danke, dass du gleich gekommen bist. Du musst schon einen sehr guten Grund haben, mich zu dieser unmenschlichen Zeit hierher zu beordern. Boah, mein Gott. Ja. Es ist ewig her, dass wir uns auf diesem alten Leuchtturm getroffen haben. Ja. Du musst zu Studienzeiten gewesen sein. Erinnerst du dich? War es damals auch schon so kalt hier oben? Keine Ahnung. Naja, vielleicht sind wir einfach nur alt geworden. Ne? Möglich. Mika, hör mal zu, ich war zu Ausgrabungen in den Ruinen von Vancouver. Und, naja, ich bin dort auf ein Archiv gestoßen. Dann stimmten deine Vermutungen also? Ja. In Vancouver befand sich vor dem Zusammenbruch der Hauptserver der globalen Netzbibliothek. Und die Daten, konntest du sie bergen? Ja, die meisten waren nicht mehr zu retten, aber einige waren mit Hilfe komplizierter Verfahren wiederherzustellen. Jetzt lass doch mal deine umständliche Geheimniskrämerei. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Aufzeichnungen eines Wissenschaftlers entdeckt, der zu der Zeit des Zusammenbruchs gelebt hat. Sie waren verschlüsselt und unter den Daten einer Klimaanalyse verborgen. Mhm. Es ist eine Art, wie soll man sagen, eine Art elektronisches Tagebuch. Mhm. Die Daten sind unvollständig und teilweise zerstört, aber was ich aus ihnen erfahren habe, das ist unfassbar. Und bestätigen Sie deine Hypothese, widersprechen Sie der offiziellen Version? Ich habe die Daten hier. Was? Natürlich nur eine Kopie. Alle Originale befinden sich in meinem Labor. Aber hör selbst. Audioaufzeichnung, persönliches Tagebuch, Dr. DeLorean, Datachip TX14, Vancouver, 2117. So. Dann wollen wir mal. Ich habe beschlossen, meine Beobachtungen in einem Tagebuch festzuhalten. Damit man die Geschehnisse eines Tages aus der Sicht eines Unbeteiligten nachvollziehen kann. Die Welt verändert sich. Es geschieht ganz langsam, aber ich bin der festen Überzeugung, dass dies alles kein Zufall ist. Die Smogwarnungen häufen sich, klare Nächte, in denen man die Sterne sehen kann, werden immer seltener. Aber das geht so nach und nach, dass wir es als normal abtun. Der Mensch hat die Angewohnheit, sich mit Ausreden zu trösten und wegzusehen, bis es zu spät ist. Aber ich kann nicht mehr wegsehen. Fast jeder quält sich mit Kratzen im Hals und Kurzatmigkeit.
Blutkrankheiten werden immer häufiger diagnostiziert. Viele sterben daran, aber man schiebt es auf die chemischen und genmanipulierten Lebensmittelzusätze und die schlechten Lebensgewohnheiten. Zivilisationskrankheiten, wie man so schön sagt. Es werden Prozesse geführt und Strafen gegen Konzerne verhängt. Und für eine Weile ist es dann wieder ruhig. Soweit ich beurteilen kann, nichts Neues, Sören. Der globale Zusammenbruch begann mit einer schleichenden Umweltverschmutzung. Es ist allgemein bekannt. Das ist noch nicht alles, Mika. Um dem Schmutz und Lärm der Städte zu entgehen, empfiehlt man uns, in die Wälder und umliegende Naherholungsgebiete zu fahren. Doch ich glaube nicht, dass das helfen wird. Immer mehr Kinder werden mit Missbildungen geboren oder sterben bereits im Mutterleib. Die Zahl der Menschen reduziert sich langsam und die Mediziner sind ratlos. Letzten Monat fand ein Team von Wissenschaftlern heraus, dass sich unsere Atmosphäre in den letzten Jahren verändert hat. Nach jahrelanger Forschungsarbeit hat das Team um Professor Schwarz am frühen Nachmittag an der Universität Heidelberg, Deutschland, erstmals seine Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Die Langzeitstudie weist auf eine einschneidende Veränderung in der globalen Atmosphäre hin. Der Sauerstoffgehalt der Atemluft habe sich in nur wenigen Jahren um 60% verringert. Dreht man uns die Luft ab? Ein Team von Wissenschaftlern hat herausgefunden, dass wir bald nicht mehr genug Sauerstoff zum Atmen haben. Noch kenne man nicht die Ursache für das Phänomen. Man geht derzeit von einer vorübergehenden Verschiebung der Gaszusammensetzung aus, die möglicherweise mit dem Treibhauseffekt in Verbindung steht. Audioaufzeichnung, persönliches Tagebuch, Dr. DeLorean, Datachip TX37, Vancouver, 2120. Endlich haben Sie die Ursache für den Sauerstoffrückgang gefunden, die Pflanzen. Die Photosynthese hat sich verändert und die Pflanzen verbrauchen den Sauerstoff jetzt vollständig, statt ihn abzugeben. Sie scheinen ihn sogar aus der Luft heraus zu filtern. Das ist unfassbar. Als ob das nicht schon genug sei, haben die Ärzte zudem festgestellt, dass vom Pol zum Äquator hin die Krankheitsfälle und Missbildungen drastisch zunehmen. Der Wechsel ist zu schnell gekommen. Die Menschen können sich unmöglich auf evolutionärem Weg auf die Veränderung einstellen. Wir sind ratlos. Wie soll man sich gegen Pflanzen wehren, die einem die Luft abziehen? Und woher kommt das Phänomen? Ich habe da ein paar beunruhigende Nachrichten im Netz gefunden. Die Pflanzen auf Kriegszug gegen die Menschheit. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Bäume die Menschen auf der Erde ausgerottet haben? Heute Morgen hat die Polizei in London ein Apartment mutmaßlicher Umweltterroristen gestürmt, die in direkter Verbindung mit den zurzeit herrschenden anormalen Umweltbedingungen stehen sollen. Meldete die Forschungseinrichtung Genova, dass aus ihren Laboren in Hamburg Proben eines Mutagens entwendet wurden. Wie sich die Täter Zugang zu dem Tresor verschafft haben, in dem die Substanz, die sich noch in der Testphase befindet, aufbewahrt wurde, sei noch unklar. Bei dem von Professor Silius entwickelten Stoff handelt es sich um ein Substrat zur Veränderung des pflanzlichen Stoffwechsels, um dem Hunger in Krisengebieten entgegenzuwirken. Video Remote DeLorean D3, Datachip 23C4, Videodaten irreparabel geschädigt. Spiele Audiodaten ab. Test, Test. Ist das Ding jetzt an? Lass mal sehen, Papa. Guck mal hier die Lampe, ja. Es läuft. Du kommst doch mit deinem elektronischen Tagebuch auch zurecht, hm? Sicher, aber diese winzige Metallkugel hat ja nicht nur Tastfelder. Überhaupt, ich weiß noch immer nicht, was ich mit dem Ding soll. Oh, Papa, geht das schon wieder los? Freu dich doch bitte, dass Kai den Job in Oslo bekommen hat. Mit diesem Gerät kannst du uns Videobotschaften schicken und direkt ins Netz einspeisen. Ja. So bleiben wir trotz der Entfernung in Kontakt. Wir haben auch so einen DeLorean. Die beiden sind synchronisiert, sodass du ohne Zeitverzögerung und in bester Qualität mit deinen Enkeln sprechen kannst. Genau. Nichts gegen die Bildtelefone von früher
Oder die unmöglichen Latenzzeiten im Netz. Mama! Das ist die neueste Generation und ganz einfach zu bedienen. Mama, Wiener lässt mich nicht mit dem Snipad spielen. Och, mein, spiel doch mit was anderem, Schatz. Darf ich rausgehen? Nein, du bleibst bitte drin. Aber hier drin ist doof. Ja, und draußen ist es zu gefährlich. Warum? Da ist doch nichts. Ja, lass ihn doch, Luana. Der Garten ist grünfrei, da kann ihm nichts passieren. Ist ja nicht zu übersehen, Papa. Du hast aus dem Garten eine Betonwüste gemacht. Deine Mutter zuliebe. Sie hat ständig über Atemnot geklagt, wenn sie draußen war. Mama, mir ist langweilig. Also habe ich ihm das vermaledeite Grünzeug rausgeschmissen und verbrannt. Aber das ist doch keine Lösung. Die Wissenschaftler arbeiten rund um die Uhr. Die werden schon was gegen den Sauerstoffrückgang finden. Und bis es soweit ist, kneift ihr den Schwanz ein und haut nach Norwegen ab. Papa, das ist doch ungerecht. Tut mir leid, Liebes. Es ist nur so verdammt weit weg. Und jetzt haben sie auch noch die transatlantischen Shuttleflüge eingestellt. Da können wir euch ja nicht mal besuchen. Ja. Sei nicht traurig, Papa, bitte. Und warum darf ich denn jetzt nicht mehr raus? Es hat mit der Luft zu tun, Spatz. Und mit den Pflanzen. Was ist mit der Luft? Die Luft hier ist schlecht für dich. Sie macht dich krank. Aber wie oft denn noch? Da draußen ist doch nichts. Tja, man kann das Böse eben nicht immer sehen, Marc. Komm, komm. Wir gucken mal, ob wir was für dich zum Spielen finden. Ne? Was ist mit diesem Ding so? Marc ist erst 5. Ich glaube kaum, dass er und Wiener verstehen, was gerade passiert. Nee, nee. Ihr wollt mir den Abschied mit diesem Video-Remote nur leichter machen. Oslo. Warum so weit weg? Man kann sich seinen Arbeitsplatz nicht immer aussuchen. In diesen Zeiten erst recht nicht. Ich habe in Kanada leider keinen Job gefunden. Und wir müssen unbedingt in den nördlichen Regionen bleiben. Für Marc und Wiener ist es das Beste. In Norwegen ist die Verseuchung nicht so stark wie in der übrigen Welt. Verseuchung? Machst es schlimmer, als es ist. Es ist ein vorübergehendes Wetterphänomen. Die Menschheit hat schon ganz anderes überstanden. Kriege, Hurricanes, Tsunamis. Da werden wir ja wohl mit ein bisschen dünner Luft zurechtkommen. Ja, aber du kannst nicht abstreiten, dass die skandinavische Bevölkerung weniger Anomalien aufweist und dass die Luft dort einen höheren Sauerstoffanteil im Vergleich zu anderen Ländern hat. Nein, das bestreite ich doch gar nicht. Na bitte. Wir wollen doch nur, dass die Kinder gesund aufwachsen können. Natürlich. Sei nicht so verbittert. Du wirst uns fehlen. Wir bleiben in Kontakt, ja? Es kommt nur so plötzlich. Alles verändert sich. Was denkst du, Mika? Klingt beeängstigend aus der Sicht eines Zeitzeugen. Das Phänomen der Sauerstoffreduktion. Es muss rasend schnell gegangen sein. Diese verdammten Terroristen. Mika, wie kommst du auf die Aber Idee, ist doch dass... wahr. Wie kann man auf den Gedanken kommen, ein radikales Mutagen in die Umwelt zu entlassen? Ohne irgendeine Forderung zu stellen, diese blinden Fanatiker. Und wenn es nicht so war? Was meinst du denn damit? Audioaufzeichnung, persönliches Tagebuch, Dr. DeLorean, Datachip TX41, Vancouver, 2120. Ich habe heute eine verschlüsselte Nachricht von meinem Bruder bekommen, die mich sehr beunruhigt. Er ist Biologe. Und weiß Gott, ich habe alles andere als einen grünen Daumen und verstehe nichts von Pflanzen. Daher hat er sich bemüht, mir die Sachlage so einfach wie möglich zu erklären. Er arbeitet an einem Wirkstoff gegen das Mutagen. Er hofft, den Prozess im günstigsten Fall umkehren zu können. Aber er sagt, er konnte in den Zellen seiner Versuchspflanzen keine Spur eines Mutagens finden. Und ich kenne sein Gewächshaus. Es ist riesig und er hat es mit Pflanzen aus den verschiedensten Erdteilen geradezu vollgestopft. Seiner Meinung nach liegt kein künstlicher Einfluss vor. Es ist ein natürlicher Prozess. Die Pflanzen haben diese Veränderungen selbst herbeigeführt. Er will jetzt seine Ergebnisse veröffentlichen. Audioaufzeichnung, persönliches Tagebuch, Dr. DeLorean. Datachip TX42, Vancouver, 2120. In den Nachrichten übertragen sie live den Prozess gegen die Umweltaktivisten. Man wirft ihnen vor, das Mutagen, das die Medien den Silius-Virus nennen, in die Atmosphäre entlassen und so die drastischen Veränderungen bei den Pflanzen hervorgerufen zu haben. Wenn das wahr ist...
Seit 3 Tagen keine Nachricht von meinem Bruder. Sicher hat er viel zu tun, aber langsam mache ich mir Sorgen. Audioaufzeichnung, persönliches Tagebuch, Dr. DeLorean, Datachip TX44, Vancouver, 2120. Chase, mein Bruder, er hatte einen Autounfall. Er ist tot. Man hat mir den Zugang zu seiner Wohnung verweigert. All seine Unterlagen und Aufzeichnungen wurden beschlagnahmt. Ich verstehe das nicht. Sören, ist dir klar, was das heißt? Ich bin nicht senil, Mika. Sie haben die Aktivisten verurteilt, obwohl sie wussten, dass sie mit der Sache nichts zu tun hatten. Sie waren unschuldig. Das ist nicht bewiesen. Du hast nichts weiter als die Aufzeichnungen eines einzelnen Mannes, von dem du rein gar nichts weißt. Ach, komm. Und der schon seit 150 Jahren tot ist. Vielleicht war er verwirrt oder paranoid, was in der Zeit durchaus verständlich gewesen wäre. Und die Sache mit seinem Bruder? Zufall. Mika, verflucht doch mal jetzt. Was willst du? Dass ich als Parlamentsmitglied eine öffentliche Erklärung abgebe mit dem Inhalt, tut uns leid, anscheinend haben sich unsere Großväter geirrt, wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten bei den betroffenen Familien entschuldigen? Red keinen Unsinn. Was willst du von mir? Mika, ich hatte gehofft, du könntest mir helfen. Helfen wobei? Ich will damit an die Öffentlichkeit. Du weißt zu wenig. Vielleicht war es wirklich ein bedauerlicher Justizirrtum. Die Zeiten waren chaotisch. Jeder hatte Angst um sein Leben und vielleicht haben die Menschen geglaubt, mit der Verurteilung wende sich alles wieder zum Guten. Aber das hat es nicht. Ein Sechstel der Weltbevölkerung ist damals innerhalb weniger Jahre umgekommen. Glaubst du, die Regierungen haben gepennt? Ihr redet doch immer nur, statt etwas zu unternehmen. Jetzt reicht's aber. Wer sollte denn davon profitieren, solche Informationen zurückzuhalten, wenn der Vorgang doch nicht aufzuhalten war? Audioaufzeichnung, persönliches Tagebuch, Dr. DeLorean, Datachip TX53, Vancouver, 2120. Diejenigen, die es sich leisten konnten, sind in die nördlichen Gebiete und in die Gebirge gezogen. Ich bin froh, dass die Kinder schon dort sind. Kalt hatte völlig recht. Ich alter Trottel. Inzwischen haben die Länder Einreisesperren verhängt und die Grenzen geschlossen. Niemand kommt mehr rein. Hier hat sich ein Markt für Atemluft in kleinen tragbaren Gaskartuschen entwickelt. Der Inhalt reicht, wenn man sparsam atmet, für etwa 3 Tage. Als die Dinger auf den Markt kamen, kosteten sie $10, aber bereits nach einer Woche 3.000. Die Lebensumstände sind grauenvoll geworden. Man spürt den Hass der Menschen wie eine nahende Faust im Nacken. Es ist kein Wunder, dass die Kirchen einen regen Zuwachs haben. Findige Pastoren und Priester bezeichnen die klimatische Veränderung als Strafe Gottes oder 11. Plage und predigen, man müsse das Heil im Gebet suchen, um Gott zu besänftigen. Es gibt sogar Sekten, die Menschen opfern. Was kommt wohl als nächstes? Ich kann nicht mehr schlafen. Die Angst ist mein ständiger Begleiter. Ich traue mich kaum noch aus dem Haus. Audioaufzeichnung, Datachip MED, Sicherheitsaktivierung, Eingang Notrufzentrale Vancouver, 14.34 Uhr, 12. Dezember 2120. Geh schon an, du Mistding. Wenn man dich mal braucht. Na, endlich. Schön stillhalten, Kumpel. Tun Sie mir bitte nicht. Halt's Maul. Bitte. Okay. Wo hast du sie, hä? Ich weiß nicht, was sie meint. Verdammt, Scheiß! Ich will deine Gaseinheit. Na, mach schon! Die ist fast leer. Willst du mich verarschen? Ich hab keinen Bock auf deine Scheißausreden. Aber die Luft ist verdammt dünn hier. Und wenn du nicht willst, dass ich sie aus deinen Lungen prügle... Nein,
Nein, nein, nicht bitte. Hier ist sie. Na also. Gib schon her. Von wegen halb leer. Bist ein braver alter Mann. Hast deinem armen Schlucker ein paar Stunden Luft geschenkt. Du brauchst ja nicht mehr. Das ist nur einer von vielen. Ich habe Dutzende solcher Notrufe in Vancouver gefunden. Sie müssen sich wie Tiere auf den Straßen abgeschlachtet haben. Allein in Berlin gab es in einer Woche 5000 Todesfälle. Und das alles, weil die Luft knapp wurde? Nein, Mika. Weil die Industrie mit den Regierungen gemeinsame Sache gemacht und die Situation ausgenutzt hat. Die haben sich doch an dem Verkauf der Gasflaschen dumm und dämlich verdient. Oh mein Gott. Und was hat es ihnen genützt? Gar nichts. Sie sind nämlich genauso draufgegangen wie all die anderen Milliarden Menschen. Du bist fest entschlossen, deine Ergebnisse zu veröffentlichen? Mika, die Menschen müssen erfahren, was wirklich passiert ist. Die Sache ist zu gefährlich, Sören. Wer auch immer damals dahinter steckte, könnte noch heute Interesse daran haben, die Wahrheit zu vertuschen. Und sie haben zweifellos die Macht dazu. Alter Freund, wir können die Menschen nicht wieder lebendig machen. Darum geht es nicht, Mika. Verstehst du nicht? Es war ein natürlicher Prozess. Kein terroristischer Akt, kein politisches Komplott. Es waren die Pflanzen selbst. Sie haben die Photosynthese wieder umgestellt und alles war wie früher. Die Atmosphäre konnte sich erholen. Warum regst du dich dann so auf? Ein paar Menschen mehr oder weniger. Unserer Gesellschaft geht es gut. Wir expandieren sogar wieder in die Äquatorzone. Erste Ansiedlungen sind sehr vielversprechend. Nichts ist gut. Ich habe die Satellitendaten der neuen Kolonien eingesehen. Drastischer Sauerstoffrückgang. Es hat schon wieder begonnen. Automatisches Audio-Update. Datachip XX32 der globalen Netzbibliothek. Verwaltungsserver Vancouver 2125. Mittlerweile die Menschheit auf ein Sechstel reduziert. Der Äquatorgürtel und die Metropolen sind verwaist. In den Polarregionen haben sich neue menschliche Siedlungen und Republiken gebildet. Jegliche umweltverschmutzende Industrie wurde abgeschafft und eliminiert. Die Wälder breiten sich rasend schnell aus und überwuchern bereits die Randzonen der verlassenen Städte. Neue, aggressive Arten haben sich gebildet. Es ist wie mit den Lemmingen. Die Natur findet einen Weg. Homo Lemmus, ein Hörspiel von S. Sartorius. Mit Peter Fricke, Karl Rudolf Menke, Ole Meyer, Michael Rotschopf, Martin Rutenberg, Daniel Sänger, Philipp Scheppmann, Andreas Schlager, Britta Steffenhagen, Andreas Serder und Christina Wolf. Ton und Technik Daniel Sänger und Gabi Kemper. Regie Judith Lorenz. Redaktion Katrin Zipse. Thank you.